Kann ich danach? Ja, ist egal. Jetzt das. So. 50er. Super Sirup, jawohl. Noch ein Super Sirup. So. Okay. Ein Kreis. Irgendwie haben sie das Gefühl, da ist was versteckt. Na egal. Geld, Geld. Hit the ball. Münzsocken. Mehr Geld oder wie? Boah, ich habe glaube ich, habe ich jetzt ungefähr 200 Münzen mehr bekommen, 230. Egal. Ah, Kleider. Gestärkte Socken. Na, nach Kämpfen ohne Gegnerstärke gibt es 1,5 mal mehr Münzen. Könnte später interessant werden, aber jetzt nicht. So viel Geld. Ist ja wirklich nichts mehr. Na gut. Los geht's. Rein da! Mario und Luigi, wo habt ihr nur gesteckt? Alle sind verschwunden, ihr die Prinzessin Todeswurf. Plötzlich war der Palast wie leergefegt. Wie? Krankfried? Nie gehört. Jedenfalls ist der Zutritt zum Palast im Moment nicht erlaubt. Aber ihr dürft rein, oder? Ihr dürft doch, oder? Ich sollte das versuchen. Ah, schön, jetzt sind wir wieder daheim. Was zu. Diese Straße wird direkt zur Einkaufsmeile von Trotan führen. Sie ist fast fertig, habt aber noch etwas Geduld, ja? Krass. Ich habe vorhin aus dem Palast eine Stimme gehört. Unheimlich. Da ist doch jemand. Könnte es etwa ein Gespenst sein? Wow. Euch ist doch sicher aufgefallen, dass in Trotan ordentlich gebaut wird, oder? Ja, hier kommt eine riesige Einkaufsmeile hin. Wir werden demnächst fertig. Habt also etwa noch etwas Geduld. Ah, deswegen die ganze Barrikade. Was machst du? Du stehst blöde. Mario, ich habe eine Information für dich. Mario, kannst du dich unterirdisch fortbewegen? Kannst du nicht? Du schade. Sobald du dich unterirdisch fortbewegen kannst, komm wieder bei mir vorbei. Ja. Da nichts irgendwas versteckt. Dann eben nicht. Dann gehen wir Richtung Schloss und speichern zuerst. Bevor noch irgendwas in die Hose geht. Was ist das? Nein! Ich habe Erstaunen und Ehrfurcht. Die finstere Macht des Finstersterns steigt. Ah, verdammt. Meister Krankfurt, mit dieser Macht werden wir die Welt beherrschen. Sag das nicht. Durch solche Erwartungen habe ich Stress. Die Macht des Finstersterns schläft noch wie ein böses Baby voll Gemeinheit. Mit Hilfe der Prinzessin, werden wir ihr Mittagsschläfchen beenden. Oh, ein ungutes Zeichen! Der Palast, jemand will hinein. Ich habe Gelächter bei solcher Dummheit. Die Barrieren des Finstersterns halten jeden draußen. Der Finsterstern, seine Macht beginnt zu erwachen. Wir müssen an diesen Barrieren vorbei. Hallo. Gute Idee, kehren wir doch nur Trotan zurück und überlegen uns einen Plan. Hihi.
Und wieder fließen Tränen, aber nicht die von Krankfried. Krankfried liegt auf der Couch und schlürft Tee, der euch auslacht. Und sieht dem Siegel des Finstersterns beim Aufbrechen zu. Bald ist das König so verfinstert wie die finsterste Finsternis. Aber bis dahin gehe ich vielleicht noch eine Kleinigkeit einkaufen. Kann ich nicht einfach rundherum schwimmen? Na, wahrscheinlich gehen die Balken damit. Oder so. Na, dann gehen wir woanders hin. Das ist ja nicht so schlimm. So, Luigi, Sternbonbon, sehr schön. Ach, das ist was für Bowser. Dann verpiss ich mich. So. Die Einkaufsmeile hat du geöffnet. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Oh, okay, das war doch nicht so laut. Und ich speichere nochmal, vorsichtshalber. So. Alles okay. Und weiter geht's. Ja, und der Pilzpalast ist abgesperrt oder so. Oh ja. Wir sind fertig. Geradeaus ist das Wohnviertel von Toadtown. Wenn ihr aus dem Wohnviertel Süden kommt, ihr zur neuen Einkaufsmeile. Danke sehr. Oh, da war ja was. Wir eröffnen in solch einer Zeit eine Einkaufsmeile. So ein Blödsinn. Fast alle haben Metabolie. Metabolie ist kein Spaß und jetzt ist auch noch die Prinzessin weg. Aber jetzt ist genau die Zeit, in der man jede Aufmunterung gebrauchen kann. Ja, stimmt. Da ist ein Block. Alles kaputt. Gibt's noch so viel zu entdecken? Hallo Mario, wie geht's dir? Du siehst ziemlich glücklich und entspannt aus. Aber du scheinst. Das scheinst du eigentlich immer zu sein. Nur nicht runterkriegen lassen. Kann ich mit dem auch reden? Ja. Ich habe einen komischen Pilz gegessen und plötzlich war ich so. Was sagst du? Kann mich nicht bewegen. Willkommen in Toadtown. Oh, hallo Mario. Willkommen zurück. Hast du schon gehört? Die Einkaufsmeile ist fertig. Ja, weiß ich. Schau doch mal vorbei. Ja. Hab's auch. Na. Das ist ein Zweizimmer, oder? Nö. Ach doch. Ach, verflext. Komm da nicht hoch. Hallo. Mario, du achtest auf deine Gesundheit, ja? Spring immer schön weiter, dann bleibst du fit. Ja. Moment, hat der. Achso, nee. Ah, war nur ein Pilzteppich. Aber das wird wieder interessant. So. Wasserfall, was bist du? Es geht einfach nicht, ich kann mich nicht bewegen. Das aus, wo alles anfing. Wir sollten uns mal um eine Renovierung kümmern. Ja, oder kleine. Papa ist groß und rund geworden und rums hat dir die Wand eingerissen. Hinter will ich auch so groß wie Papa werden. Besser nicht. Nee, bist nicht. Aber da ist so viel Zeug. Westlich von hier gibt es einen Tunnel zu den Toadtown-Höhlen. Ab und zu sieht man dort drei seltsame Parakuppis herum. Ja, die haben schon gesehen. Ich bin dem irgendwie zuvor gekommen. Aha, da kann man dann abkürzen. So. Und was wollt ihr? Hey Mario, sieh mich an. Kann mich kaum bewegen. Der Doktor sagt, das wird wieder, aber der ist so komisch, ich mache mir Sorgen. Meinst du, dass ich durch Sonnenbahn gesund werde? Wie auch immer, die Klinik von Dr. Horoskopus T ist auf der Einkaufsmeile. Ja, danke sehr. Und du? Metabolie? Ich habe Metabolie? Ja, ich kann mich da durchschleichen. Cool. Na, da brauche ich einen Panzer. Und der ist da oben. Wie komme ich nach oben? Hier? Hallo. Ich habe etwas zur Vorbeugung. Ich habe das Haus zu einer Sauna umgebaut, okay? Man schwitzt alles aus und kann so nicht rund werden. Also macht das Feuer nicht aus.
Kann ich das überhaupt? Kann ich's? Habe ich jetzt Schaden genommen? Moment, ich muss mal gucken. Okay, 74, 42. Nö. Kann ich es auch tothämmern? Nö. Kann ich es wegpusten? Nö. Da fehlt mir noch was. Aber gib mir dein Geld, genau. Puh. Mehr schwitzen. Puh. Ja, schwitzen ist gut. Naja, je nachdem. Hab ich mit dir schon geredet? Mom, ich brauche Hilfe. Das braucht da fast jeder. Hey Mario, zu Einkaufsmarkt geht's hier einfach geradeaus. Da gibt's viele schicke neue Geschäfte. Und alle in Geweihte? Was? Ach verdammt, der ist ja nicht dasselbe. Wieder hoch! Und was willst du? Ich will auf die Einkaufsmeile! Die Armen. Hallo? Mario, willkommen auf unserer neuen Einkaufsmeile. Gerade erst fertig geworden und schon so viel los. Soll ich was über das Geschäft hier erzählen? Naja, mach eine kleine Tour. Also es gibt hier Geschäfte für Bekleidung. Ja? Da drüben ist ein kleines. Das ist etwas größer. Das ist sehr teuer. In diesem Geschäft gibt es Bekleidung, wie gesagt. Schau sie dir mal an, die haben da tolle Sachen. Möchtest du auch ein bisschen die Angestellt hören? Ja. Da drüben haben wir ein Teehaus. Besonders beliebt ist der Pilztee. Klingt gut, oder sollst du ihn unbedingt versuchen? Die Röhre dort führt übrigens in die Totanhöhlen. Aha. Südöstlich von hier ist ein kleiner Laden. Da gibt es tolle Orden zu kaufen. Der Besitzer ist etwas eigen. Es heißt, er bietet nur Dinge an, die er selbst mag. Aha. Daneben ist ein Itemladen. Ich sag nicht Item. Pilze, Serum und so, ihr wisst schon. Ja, die werde ich brauchen. Das ist die Klinge von Dr. Oskopus T. Wenn du krank bist, geh zu ihm. Und neben ist ein Speicherblock. Mhm. Man munkelt Dr. Oskopus T. verfügt über mysteriöse Kräfte. Er weiß einfach alles über das Pilzkönigreich. Wenn du einmal ein Problem hast und ich weiter weiß, dann sollst du dich an ihn wenden. Das ist alles. Sehe ich auch viel Spaß. Wenn du dich hier verloren hast, komm zu mir. Ich helfe gern. Na danke. Hallo? Herr Mario, Herr Luigi. Zur Eröffnung haben wir uns etwas einfallen lassen. Wollt ihr gerne mehr wissen? Natürlich. Such den Pilzball. Wir haben hier auf der Einkaufsmann überall Pilzbälle versteckt. Bring sie mir. Ihr dürft behalten, was in den Bällen versteckt ist. Was für fantastische Dinge in den Bällen versteckt sind. Viele Pilzbälle sind allerdings unsichtbar. In unsichtbaren Blöcken, im Boden, hinter Mauern. Wow. Ich weiß es, als Spezialist, also haltet die Augen oft nach möglichen Verstecken. Manchmal findet ihr nur, wenn ihr euch in den Boden bohrt. Die Bälle sind überall versteckt, macht euch auf die Suche, ihr zwei. Ach ja, es gibt insgesamt 16. Wie soll ich die irgendwie aufziehen? Da habe ich mal eine Strichliste. Wenn ich da mal wieder vorbeifetz. Habe ich da jetzt irgendwo den Stift? Ich glaube. Ja, ich habe sogar einen. Sehr schön. Schreibt der auch gut. So. Mal sehen, ob es klappt. Ob ich überhaupt jetzt mal welche finde. Oh! Mist. Da muss ich mich mal durchbohren. Aber das sind Fragezeichen. Du musst zum Eingang wollen, aber zwecklos kann nur etwas wackeln. Der andere konnte es. Na, was willst du? Herr Mario, sind Sie auch ordentlich angezogen? Je höher Ihr Rang ist, desto mehr Bekleidung können Sie gleichzeitig tragen. Oh, das wusste sie schon. Nichts für ungut. Was für einen Rang habe ich nochmal? Verdammt, ich glaube, nach dem kommt Insignien ran. Ich kann ja trotzdem zeigen, was passiert. Ich darf?
Willkommen, Gentlemen. Willkommen in Toll's Boutique. Wir bieten exquisite Produkte für Kunden mit Sektinern oder höher. Hier scheint, ihr müsst noch an euch arbeiten, bis ihr den Sektinerrang erreicht. Der Gedanke, dass jemand mit eurem Rang hier einkauft, zu köstlich. Nein, wirklich. Wollt ihr nicht vielleicht lieber in einer anderen Läden einkaufen? Diskriminierung vom Feinsten. Oh. Pilze bestehen aus Pilzen und Sirup. Dieser Geschmack ist unbeschreiblich. Er soll gut für den Körper sein. Wie viel muss ich da vertrinken? Ich will meine Taille zurück. Na komm mal. Herzlich willkommen, Mario und Luigi. Das hier ist mein Teehaus. Es gefällt mir nicht, wie eure KP und SP. Oh! Da hilft ein Pilzespezial. Wie wär's ein Test? Ein Tässchen Pilze lindert alle Beschwerden. Das ist normal. Guck hier mal raus. KP aufgeht. Ah, okay. Eigentlich brauche ich nur. Das ist eigentlich. Ja, Pilze möglich. Verstehe schon. Okay, jetzt habe ich 2 Münzen zu viel ausgegeben, aber egal. Wenn man gezielt auf was heilen will, dann ist das eigentlich ziemlich gut. Ein Tipp, pass auf, wofür du deine Münzen ausgibst. Ich habe mir Bekleidung gekauft und hatte keine Münzen mehr für Items. Items. Dann habe ich mir mal einen Orden gekauft und hatte nichts mehr für Bekleidung. Erst nachdenken, dann einkaufen. Das ist für viele ein Problem. Aber naja, auch allgemein. Was hat denn der? Hallo. Willkommen! In meinem Bekleidungsladen ist jeder gern gesehen. Hallo Mario und Luigi, eure Bärte haben sich erbrechen. Ja! Ich bin beeindruckt. Ab sofort gibt es vielleicht super Bonuskarten. Jetzt mit noch höheren Gewinnchancen. Dann kaufen wir mal eine Schildhose. Ja, die für Luigi besser? Nee. Naja. Nein. Aber die Schildhose wäre das einzige, was so halbwegs nützlich wäre. Dann kaufe ich die halb für Mario für mehr Verteidigung. So, gleich anziehen, ja. Bonuskarte gefällt? Ja, schauen wir mal. Oh! Der erste Preis, das bedeutet 40% Nachlass auf diesen Einkauf. Danke sehr. Kann jedes Geld hier gebrauchen. So, na gut, mehr Kleidung gibt es da ja nicht. Also nichts Interessantes. Ja, schon gut, ich gehe ja schon. Orden sind kein Spielzeug, man muss mit dem nötigen Ernst ran. Ich will vielleicht lieber ein bisschen verstecken oder so. Mama und Papa sind dauernd eingekauft, das ist so öde. Hey, sollen wir verstecken spielen? Oh ja. Klasse, glaubst du, kannst mich finden, Mario? Verstecke mich auf der Eingangsmeile oder im Leben. Also los. Okay. Sie ging hier. Okay. Boah, du hast mich gefunden, Mario, du bist super. Dann suchen wir mal ein neues Versteck und los. Aha, nach unten. Ich glaube, da war gerade ein Fragezeichen. Da ist eins. Das kann doch nicht wahr sein.